Wir wollen gerne, und das haben wir jetzt einfach gelernt vom amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, da sitzen ja immer im Hintergrund Menschen, die begeistert dem zuhören, denen, die davor reden. Und so machen wir das jetzt auch. Joachim Metzner kommt mal auf die Bühne, kriegt ein Mikrofon, er nimmt das blaue. Und Sie gucken entsprechend begeistert hinten. Wir haben ja den Stream und wir stehen davor. Nee, wir stehen davor, Herr Metzner, so richtig. Ja, vielen Dank. Ich sollte ja ein Resümee bringen und mich bei Ihnen bedanken jetzt zum Schluss. Wir haben das jetzt aber reingezogen in diese Runde. Solange noch genügend Leute auch da sind. Ein Resümee ergibt sich eigentlich aus dem, was die beiden Panels ja heute Nachmittag beigetragen haben. Ich würde aber gerne das Stichwort Resümee auch noch mal beziehen auf die letzten zweieinhalb, drei Jahre der Arbeit, die ja viele von Ihnen sozusagen auf unsere Bitte hin als Lenkungskreis und als Konsortialpartner verrichtet haben. Ich habe mich mit Herrn Himmelrath darüber unterhalten, was war eigentlich aus meiner Sicht sozusagen das Überraschendste, was bei der Arbeit der Arbeitsgruppen rausgekommen ist. Und ich würde gerne, auch wenn es ein bisschen hinkt, dafür den Begriff oder die Metapher der Schubumkehr verwenden. Die große Überraschung für uns in der Leitung des Hochschulforums war, dass wir von einer ganz anderen Fragestellung ausgegangen sind, als das, was sich dann sozusagen als Fragestellung innerhalb der Arbeitsgruppen synchron bei allen allmählich herausgestellt hat. Wir hatten eigentlich im Hinterkopf, wir haben das nicht so deutlich und so offen gesagt, aber im Grunde hatten wir vor dreieinhalb Jahren oder zweieinhalb Jahren die Erwartung, dass das Forum dazu beitragen könnte, um das, was den deutschen Universitäten und Hochschulen sozusagen angedroht worden war, nämlich eine Digitalisierung, die unter Umständen wie eine Flutwelle die Hochschulen überrollen wird, vielleicht auch für immer verschwinden lassen wird und so weiter, wie man damit sozusagen fertig werden kann. Das war im Grunde die Erwartung, die auch so ein bisschen an das HFD gerichtet war. Aber im Laufe der Zeit ist ja fast genau das Gegenteil herausgekommen, nämlich nicht mehr die Frage, wie kann man sozusagen sich retten vor der Digitalisierung, auch indem man sie sozusagen akzeptiert in einem gewissen Umfang, sondern es ist immer mehr dazu gekommen, dass wir oder dass Sie die Frage gestellt haben, wie kann man die Digitalisierung nutzen, um Probleme, die die deutschen Hochschulen haben und schon lange hatten, sozusagen doch gegebenenfalls noch einmal anzugehen und dann vielleicht zumindest zu mindern, vielleicht aber sogar zu lösen. Und das war ja auch heute ein Thema. Das Zweite, was uns überrascht hat, waren die Ergebnisse des Forums. Wenn Sie sich den Abschlussbericht genau durchlesen, kommen Sie hoffentlich zu dem gleichen Ergebnis, zu dem wir auch gekommen sind. Hier wird ja doch ein fast geschlossenes Bild sichtbar, wenn man genau hinschaut und genau liest, ein fast geschlossenes Bild dessen, was das Thema Digitalisierung heute für die deutschen Hochschulen und Universitäten sozusagen bringt. Hier wird etwas sichtbar an Ist und an Zukunft, mit dem wir arbeiten können. Und wenn man sich die Produkte anschaut, die ja hinten auf den Tischen ausliegen, dann sieht man eben auch, für mindestens 5 Jahre ist schon gesorgt für Arbeit. Wir hatten eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen erwartet, dass zum Schluss bestenfalls wir so etwas wie ein Patchwork-Produkt vorfinden werden. Das heißt, sehr viel miteinander sozusagen gar nicht kompatible Ergebnisse, Teilergebnisse, die aber dann insgesamt, wie es beim Patchwork so ist, ganz nett aussehen. Das ist nicht der Fall. Wir würden heute eher von einem Puzzle reden. Das heißt, wir freuen uns, dass diese sehr unterschiedlich zusammengekommenen Teile doch in erstaunlicher Weise zusammenpassen, um eben dann zum Schluss ein Bild abzugeben, mit dem wir in den nächsten Jahren arbeiten können. Also insofern nochmal einen ganz herzlichen Dank auch an dieser Stelle von der Leitungsgruppe an alle, die beim Zustandekommen dieses Puzzles und dieses Gesamtbildes mitgewirkt haben. Das ist das eine. Das zweite, ich würde mich natürlich auch heute sehr herzlich bedanken für das, was heute mit Ihrer aller Hilfe hier passiert ist. Unser Eindruck ist am Ende dieses Tages, wir sind ja eigentlich schon, gerade mit dem, was die beiden Panels, gerade was das Panel 2 jetzt sozusagen erbracht hat, wir sind ja schon viel weiter
als am Ende einer Phase des HFD, die wir ja heute eigentlich hier sozusagen feiern oder veranstalten wollten. Wir sind ja schon, Sie sind ja schon die Diskutanten und wahrscheinlich viele hier auch im Saal in den Köpfen. Wir sind ja schon in die nächste Phase eingetreten. Mit vielen Fragen, mit viel Skepsis, aber auch mit viel Optimismus. Und das ist natürlich hocherfreulich an einem solchen Tag, wo wir ja von der Ministerin gesagt bekommen haben, ja in der Tat, es geht weiter. Deswegen sind wir auch jetzt so mutig gewesen und haben etwas aus der Schublade rausgezogen. Das hatten wir natürlich schon drin, weil wir haben ein bisschen geahnt, dass sie das heute uns sagen wird, dass es klappt. Das heißt, ab heute ist gerade vor einigen Minuten freigeschaltet worden auf der Plattform des HFD eine neue Site, eine Microsite, in der Sie finden, nachlesen können, was wir im HFD in den nächsten Jahren vorhaben. Und da werden Sie sehr schnell merken, da sind viele Fragestellungen dabei, die heute schon implizit oder in Nucleo oder auch explizit schon angesprochen worden sind. Also insofern hat die Zukunft schon begonnen. Aber bevor sie richtig beginnt, wie gesagt, wollten wir uns noch mal mit großem Nachdruck für das, was bisher passiert ist, bedanken. Was ich noch etwas korrigieren wollte, das ist der Eindruck, Sie haben es ja vorhin noch mal aufgegriffen, dass das hier so ein bisschen mal wieder so ein Klassentreffen war. Wenn Sie sich genau die Teilnehmerliste anschauen und die vielleicht vergleichen, und genau das haben wir natürlich getan mit Teilnehmerlisten anderer Veranstaltungen, die wir so im Laufe der Jahre hatten, auch die Halbzeitkonferenz, da gibt es einen signifikanten Unterschied. Noch nie waren so viele Hochschulleitungen vertreten wie heute. Und das ist natürlich ein wichtiges Zeichen, vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass ja gefordert worden ist von den Panels und von uns auch ja schon im Vorhinein aufgegriffen worden ist, dass wir uns in den nächsten Jahren sehr intensiv auf der institutionellen Ebene bewegen wollen und dort Unterstützung und Klärung anbieten wollen. Und die institutionelle Ebene, die Entscheiderebene ist heute in bemerkenswerter Weise vertreten. Und es war eine sehr, sehr gute Mischung. Und das hat mit Sicherheit auch zum inhaltlichen Erfolg dieses Tages beigetragen. Also noch einmal ganz herzlichen Dank und wir freuen uns gemeinsam auf die Zukunft.